Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir stehen hier am Rhein. Das kleine Rauschen, das ihr hinterher gehört, das ist eben der Rhein, der jetzt mit einer gewissen Fliessgeschwindigkeit hier runterfliesst. Diese Fliessgeschwindigkeit, die könnte sich demnächst, vielleicht in den nächsten Jahren, mal ein bisschen vermindern. Wir sind hier im Gebiet Sarelli. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel da hinten durchschaut, dann würdet ihr ein Gebiet sehen, das nachher eben dann umgestaltet wird. Und da, wo wir jetzt hier drin stehen, da gibt es eben auch eine gewisse Umgestaltung. Bei mir, Rheinbauleiter, der Daniel Dietsche, kein Kriesner, aufgewachsen in Rorschach. Ja, und natürlich immer im Rhein unterwegs. Also, vielleicht, Daniel, vielleicht das allererste Mal, wo jetzt genau stehen wir da? Kannst du vielleicht mal zeigen, was wo ungefähr so ein bisschen passiert jetzt? Ja? Gut, also wir sind, die Aufweidung, die geplant ist, ist ziemlich eigentlich zwischen den zwei Brücken. Die eine Brücke, die Strassenbrücke von Bad Ragaz, die auf Maifeld überführt. Und dann weiter oben haben wir ja die Ardisbrücke. Das ist eigentlich dort, wo eben auch Kantonsgrenzen ist, zwischen dem Kanton St. Gallen und dem Kanton Graubünden. Und die ganze Aufweitung, die ist etwa zwischendrin. Und wir stehen jetzt da ziemlich mittendrin von dieser geplanten Aufweitung, die dann allenfalls einmal kommt. Auf dieser Seite, wo wir stehen, gibt es ein bisschen grösseres Stück, das aufgeweitet wird. Auf der Hinterseite Richtung Maienfeld ein kleineres, oder? Genau. Ja. Also die Aufweitung ist etwa der ganze Perimeter etwa 3 Kilometer. Das fängt bei Rheinkilometer 24 an. Das ist dann auf der Maifelder Seite und ganz grob ist etwa die Aufweitung dort etwa einen Kilometer lang und auf der St. Galler Seite, wo dann nachher eben im Prinzip der Sarelli-Wald auch mit einbezogen wird, ist etwa 2 Kilometer lang und geht also etwa bis 3 Kilometer 27 runter. Das heisst vielleicht einfach noch so zur Information, der Rheinkilometer 0 befindet sich in Reichenau oben, dort wo der Zusammenfluss ist vom Vorder- und Hinterrhein und im Bodensee unten ist dann der Rheinkilometer 90. Also wir sind hier etwa auf einem Drittel, Viertel vom gesamten Alpenrhein-Abschnitt. Ich kann mich erinnern, du bist ja ein Ältestsemester, oder? Natürlich, also hier, wo wir stehen, da hat es wahrscheinlich etwa, weiss ich nicht, Staustufen 7 gegeben. Also wenn du sagst, 3 Kilometer 0, dann sind ja mal so 7 Staustufen, oder? Plan gewesen, wären es etwa ja, Staustufen 7 gewesen. Das kommt jetzt nicht mehr. Es ist eine völlig andere Ideologie. Also jetzt geht man ganz anders vor, weil der Rhein nicht stauen, sondern eben auch attraktiv gestalten. Ja, also genau an und für sich die Absage dort, mal ein Kraftwerksbetreiber, der ja in den 80er Jahren war, da ist ja das Projekt genau ausgearbeitet worden von den Liechtensteinischen Kraftwerken und glaub, Motor Columbus genau hat das dort geplant. Haben auch natürlich auch beteiligt, ja. Genau, und da war an und für sich eben auch die Geburtsstunde nachher vom Entwicklungskonzept Alpenrhein. Man hat hier ja eigentlich gar nicht gewusst, wie soll der Rhein mal in 50 oder 100 Jahren aussehen. Man hat einfach gewusst, die Kraftwerke sind nicht bewilligt worden. Der Grund ist vor allem auch, oder einer der relevanten Gründe ist, glaub, dass man das Grundwasser vor allem wieder an und versucht, die ganze Neu- oder respektive Beschickung von Wasser in Grundwasserkörper rein. Das war ein triftiger Grund gewesen. Und da hat man nachher das Entwicklungskonzept ausgearbeitet. Da sind alle Regierungen mit dabei gewesen, also Bündner, St. Galler, Fürstentum Liechtenstein und ein paar Vorarlberger sind dabei gewesen und haben das Entwicklungskonzept 1995 bis 2005 haben die das entwickelt. Ein super Konzept, auch teils sehr detailliert. Man hat das zwar auf hoher Flughöhe machen, aber einfach mal Ideen sammeln, aufführen in einem Papier, in dem Entwicklungskonzept, wie könnte der Rhein aussehen. Und da ist eben auch unter anderem sind etwa 19 Rheinaufweitungen gewesen, zwischen Reichenau und dem Bodensee, wo man mal in das Entwicklungskonzept integriert hat und wir jetzt davon ausgehen, dass wir die ein oder andere vielleicht in den nächsten paar Jahrzehnten könnten realisieren. Und da wäre sicher die erste, wo wir am weitesten haben, momentan von der Planung her, und wo allenfalls dann auch die grössten Chancen hat, dass man es realisieren könnte. Es geht nicht nur darum, dass man jetzt wieder Mornell oder Flussregenpfeifer sieht oder Störche, sondern es geht wirklich auch um die Sicherheit, es geht um das Grundwasser, es geht darum, dass die Sohle nicht immer noch wegen der Flussgeschwindigkeit, und weil man oben dran ja sank, immer noch Kiesen wegen, noch weiter runter geht. Also es geht um ganz verschiedene Faktoren. Einerseits natürlich Nacherholungsraum, das sieht man. Bei dem Astrilzrauen sieht man das ja ganz speziell, wie schön das natürlich ist, oder? Man sieht es auch bei anderen Ausweitungen natürlich, wo wir es nicht da haben. Aber es geht wirklich um ganz andere Sachen natürlich, oder? Ja, es ist natürlich einfach ein riesiges Projekt, oder? Und wir reden ja hier von etwa 30 Millionen Schweizer Franken. Und es gibt ja, ich decke jetzt mal meine Kollegen aus den anderen Ländern, die da beteiligt sind und für die flussbaulichen Belange verantwortlich sind. Uns geht es vor allem darum, dass wir das Gleichgewicht Rhein
wo man auch noch dazu mal von 1950 bis 1970 wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Man hat etwa 15 bis 20 Millionen Kubik Kies hat man zu dem Rhein rausgenommen, was dann dazu geführt hat, dass die Rheinsohle 4 bis 5 Meter, stellenweise sogar 6 Meter, abgegangen ist, oder? Und das war dann eigentlich auch die Geburtsstunde von diesen Vorgrundwegen. Also wenn Sie heute zu Buxunen sind und am Rhein laufen, dann laufen Sie ja häufig nicht auf dem Hochwasserdamm, sondern eben auf dem Vorgrund. Und man muss sich also vorstellen, etwa dort, wo der Vorgrund heute ist, dort war über die Rheinsohle. Also die hat sich so stark eingetieft, aufgrund dessen. Ein Grund war natürlich die enorme Kiesentnahme, die man rausgenommen hat, die dann auch zum Einsturz der Buxer Scharnerbrücke geführt hat. 1970 und dann hat man sofort aufgehört mit der Kiesentnahme auf der St. Galler und der Liechtenstein-Strecke. Und das ganze System ist dermaßen aus dem Gleichgewicht gekommen, dass man jetzt versucht, die zu tief Rheinsohle, weil mit der Rheinsohle ist ja auch der ganze Grundwasserspiegel runtergegangen. Also die ganzen Giessen, die ja gespeisen werden durch das Grundwasser eigentlich, die sind natürlich versiegt, also die haben kein Wasser mehr geführt, sind ökologisch sehr wertvoll. Aber da wird man ja wieder raufbringen, die Sohle und mit einem für sich eben auch wieder den ganzen Grundwasserspiegel, den man heute raufgeht. Also ich kann das am besten einmal jetzt nur auf dem Abschnitt hier vom Dardisbruck bis Sarelli, also da, wo wir stehen. Und wenn man hier sieht, da auf dieser Achse, also auf der Horizontalachse, da sieht man die Jahre, angefangen von 1917 bis dann etwa 2016. Und da sieht man jetzt einfach, wie stark hier auf der vertikalen Achse sieht man, wie die Sohle nicht tiefer war, in Zentimeter. Oder? Und die Sohle hat sich jetzt nur auf dem Abschnitt hier, Sarelli, etwa 1,50 Meter eingetieft. Also selbst die Kiesentnahme, die wir dort mal gestoppt haben, haben nicht dazu geführt, dass man die Rheinsohlen auf einem gewissen Niveau behalten konnte. Sie geht also immer noch sukzessive runter. Eine Massnahme haben wir jetzt zum Beispiel gesetzt, dass wir die Blockrampen im Mehlhorn, also so ganz Mehlsonne mit den Fläschern, hat man die saniert letzten Winter. Und es zeigt sich jetzt auch, dass man mindestens oberhalb der Blockrampen im Mehlhorn dort auch die Sohle haben können stabilisieren. Aber es reicht einfach nicht. Das Problem heute ist, dass man eigentlich der Rhein zink bauen kann, auch noch dazumal. Und das hat man aber wollen. Weil natürlich, wo die den Rhein verbauen konnten, wo die Hochwurde gebaut worden sind, da war die Sohle viel zu hoch oben gewesen, oder? Man hätte ja aktiv eigentlich wollen, dass das Material durchtransportiert wird. Und der Transport oder die Fähigkeit vom Rhein, dass er eigentlich das Geschieb kann, weiter Richtung See transportieren kann, hängt eben sehr stark davon ab, wie breit dass der Rhein ist oder wie weit sind die Hochwasserdämme auseinander. Wenn man noch enger macht, dann erodiert er noch mehr, transportiert noch mehr gegen den Bodensee. Und wenn man weitermacht, dann verliert er quasi seine Kraft, dass er das Geschieb transportieren kann und lagert es dann dort ab. Und was wir heute eigentlich sehen, hier in Bad Ragaz, bis eigentlich auf Buxhaben, sind ja die alternierend, also so wechselseitige Kiesbänke entlang vom Rhein. Und wir wollen jetzt nicht einfach nur noch längere und grössere abwechselnde Kiesbänke, sondern wir wollen ja einfach hin, wie wenn wir jetzt 3-4 Kilometer weiter rauflaufen, die Mastrilser Rheinauen, dass wir eben ein verzweigtes Grin erreichen können. Also nicht noch Kiesbänke, sondern dass eben der Rhein auch wieder hinten durchfliessen kann. Genau. Zwischen den Kiesinseln durch, aber dass trotzdem eine Vegetation auf den Kiesinseln aufkommen kann, das ist schluss aller Ends eigentlich das Ziel, das wir hier erreichen wollen. Darum wollen wir auch mit dieser Rheinaufweitung hier die Breiten erreichen, wie sie in der Mastrilser Rheinauen ist. Der Rhein meandert dann natürlich wieder, oder? Und jetzt, du hast ja gesagt, also das Rheinwasser, das vielleicht mit 4 Meter pro Sekunde fließt, oder das diffundiert ins Grundwasser, ist relativ wichtig. Jetzt, bei den Rheinkraftwerken, die wir bauen wollen, haben wir gesagt, wenn die Fließgeschwindigkeit kleiner ist, dann verstopft sich dann natürlich die Rheinsohle, dann kommt gar nichts mehr ins Grundwasser. Ist das nicht Gefahr auch wieder? Weißt, wenn ihr jetzt die Fließgeschwindigkeit dann verringert, eben durch die Aufweitung, dass dann das auch wieder passiert, dass das Grundwasser dann auch wieder nicht ordentlich gespeisen werden kann? Ja. Dort bei den Rheinkraftwerken war es vor allem, dass man Staustufen reinbauen kann. Oder? Also müssen wir vielleicht noch mal sagen, sonst kann oben 7 und unten dann noch 5. Also insgesamt wären es 12 gewesen, von Chur oben ab, die blank waren, glaube ich. Man hat ja vor allem so wie Querbauwerke in Rhein gebaut. Genau. Und man sieht so heute in Domadems gibt es ja so ein Laufkraftwerk. Und da gibt es ja dann einen, man staute den und hat dann hinter
hinter der Stauanlage hat man noch einen See, oder? Genau. Und dadurch hat man einfach so, wir laden zwar immer noch Wasser ab, weil man muss für die Restwassermenge einfach so etwas machen und auch für die Fische, dass die natürlich immer noch aufsteigen können. Aber man hat eigentlich einen See. Und in dem See natürlich ist es so, dass dann einfach so die Schwebstoffe oder die feinen Stoffe, die gehen nachher, senken sich ab, setzen sich ab auf den Sohle. Mhm, genau. Und es gibt dann auch einen Versuch, wie einen Versuch, einen Film, einen dichten Film auf der Sohle, der dann eben verhindert, dass eben einen Versuch Wasser. Da macht alles dicht, hä? Das wird dicht, oder? Und das ist es so aber nicht. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Ja. Das ist sogar das Gegenteil ist der Fall. Ja. Das ist einer auch einer von der Sachen, die wir sehr gut anschauen müssen bei dieser Reihaufweitung. Wir reissen die Sohlen auf, oder? Mhm. Und dadurch erhöht sich eben einen Versuch die Versickerungs- oder Infiltrationsfähigkeit vom Rhein und wird dafür sorgen, dass er mindestens im Beginn oder während dem Bau eine erhöhte Infiltrationsrate wird sein. Und dann muss man eben schauen, genau. Was passiert nachher mit den Gebäuden, die im unmittelbaren Bereich sind von dieser Aufweitung. Wie stark steigt der Grundwasserspiegel an? Wie tief sind die gegründet, fundiert, wo sind Keller? Mhm. Nicht, dass nachher irgendwie, weil dann unkontrolliert irgendwie das Grundwasser ansteigt, dass es dann auf das Mal noch Messungen gibt, ja. Oder eventuell sogar Häuser könnten aufschwimmen. Da gibt es noch UVP 1 und 2, wie so üblich ist, so nehme ich an, oder? In diesem ganzen Verfahren drin. Das ist ja ein relativ kompliziertes Verfahren, oder? Natürlich. Also da muss man eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen. Ja. Und die wird sehr umfangreich sein. Also eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder Bericht muss man einreichen, aber ein Wasserbauprojekt, wo eine Bausumme von 10 Millionen hat. Ja. Alles, was darüber ist, braucht dann auch eine dementsprechend sehr detaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung. Ja. Noch ganz schnell, du hast gesagt 30 Millionen. Also es bleiben Restkosten von 9 Millionen, oder? Weil der Bund beteiligt sich ja auch daran. Und wie werden die Restkosten dann dort getilgt? Ja, also die 9 Millionen, besser gesagt die 30 Millionen, die wir ja hier mal beziffert haben, das sind. Das ist einmal das Stand-Vor-Projekt. Genau. Und jetzt ist es ja so, wir sind ja jetzt in der Planung des Ausführungsprojekts. Also nochmal ein höherer Detaillierungsgrad. Das Auflageprojekt, das wir machen, das heisst, wir haben versucht, das Projekt auszuarbeiten, dass wir es nachher eigentlich eine öffentliche Planauflage könnte durchführen könnten. Mhm. Und auf Stufe Vorprojekt, also nicht so detailliert, wie wir es jetzt planen, weil dann hat man dann auch bessere Zahlen und eine bessere Kostenschätzung, ist einfach gewesen, dass man 30 Millionen einmal ermittelt genau. hat. Ohne den wirtschaftlichen Nutzen von Kies, gell? Also, das ist genau. Genau. Das ist einmal, wir gehen davon aus, wir müssen ja etwa 1,5 Millionen Kubik Kies müssen wir irgendwie umtransportieren, verschieben in dieser Aufweitung. Mhm. Und es fallen plus minus etwa 700'000 Franken Kubik an. Oder? Mhm. Und da gehen wir davon aus, dass man für die 700'000 Kubik auch einen gewissen Erlös könnte der allenfalls machen. Und der kommt natürlich wieder am Projekt zugute, dass wir dort auch die Projektkosten reduzieren könnten. Gehen wir mal davon aus, dass es 30 Millionen kostet und wir kommen gar nichts über für den Kieserlös. Dann ist es so, dass der Bund, mit dem hat man natürlich auch, also mit dem Bund in Bern, mit diesen Leuten, also das Bundesamt für Umwelt, bei denen sind wir einige Mal gewesen. Und die haben dort einfach in Aussicht gestellt, dass sie quasi 70%, also von diesen 30 Millionen, 21 Millionen würden übernehmen. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wenn das Projekt dann einmal so weit ist, dass man es könnte auflegen, dass man sogar 80% überkommt. Gar niemand davon aus. Ich bin eigentlich davon überzeugt. Und dann sind es nochmal, wo dann nochmal etwa 3 Millionen dazukommen. Aber es wird sich irgendwie um die 9 Millionen, die bleiben wird für den Kanton. Aber das steckt euch geheißen, weil das ist ja gut investiertes Geld. Also wenn wir anschauen, erstens Nachholungsraum, zum Zweiten, wenn wir es so die Dämme anschauen, wenn es wirklich einmal Hochwasser gibt, eben im Sinne von Stau, den wir schon hatten, hätten sich ja die Dämme, also so stark wie es aussieht, hätten sich die ja aufgelöst. Also wenn der Rhein die Elbe wäre, dann wären die Dämme längst weggeschwemmt worden, oder? Nehme ich an. Ja, also lang andauernde Hochwasser, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland, in Köln unten ist, am Rhein oder eben an der Elbe, da wären die Dämme sicher, so sind sie auch nicht ausgelegt, sondern ist ja, der Rhein ist ja eigentlich ein Wildbach, oder der grösste Wildbach, so wird er ja auch genannt, häufig. Das heisst, das Hochwasser kommt relativ schnell und fällt dann auch wieder, wieder schnell ab. Oder im Rhein, in Köln, ist da ja, da sieht man ja dann schon wochenlang vorher oder tagelang vorher, kommt dann, steigt das langsam an und bleibt dann auf einem hohen Niveau. Und steigt dann wieder eigentlich ab. Oder? Also es ist ein ganz anderes
Charakteristik eigentlich von, dem, ja. von dieser Ganglinie oder von einem Hochwasser hier oben bei uns im Alperi, als jetzt irgendwie im Meer unten oder im Bereich. Aber ich meine nur, also das ist auch eine Investition natürlich in die Hochwassersicherheit, natürlich auch, wie gleich wie beim Projekt Resi natürlich auch. Oder? Wenn man heute ein 100-jährige Hochwasser anschaut, dann würden die Vorgrund dem, die jetzt relativ sicher aussehen, natürlich in keiner Art und Weise genügen, oder? Also, wir haben die ja untersucht. Und wir sind jetzt da dran mit den Kollegen aus dem Liechtenstein, dass wir jetzt die Dämme sanieren müssen. Da schauen wir jetzt etwa im 2019 intensiv nochmal an. Wir schauen dann nochmal die Abschnitte an. Aber es ist klar, im Zug von der Rheinaufweitung würden die Dämme natürlich selbstverständlich neu bauen. Und wir bauen sicher auch zuerst Dämme und dann brechen wir dann die alten Dämme ab. Und die Dämme, also die sind 1860 bis 1890 sind die Dämme gebaut worden. Also wir reden hier von Bauwerken, die 150, 120 Jahre alt sind. Oder? Also, ich glaube, keiner will in einem Gebäude wohnen, das nie saniert worden ist und 150 Jahre alt ist. Oder? Ja. Also diese Dämme müssen früher oder später ertüchtigt, saniert, neu gebaut werden. Das ist klar. Und die würden natürlich jetzt eigentlich dann mit dieser Rheinaufweitung komplett neu bauen. Und sind dann auch nachher, entsprechend nachher auch dem Stand der Technik. Oder? Man könnte natürlich noch ewig über das Projekt reden. Wann ist denn so die Phase, weißt du, wenn man es realisieren kann? Ist das alles auf gutem Weg? Also eben, wir sind jetzt dran. Seit Mai von diesem Jahr haben wir eine Ausschreibung gemacht, haben dann ein Planerteam können beauftragen jetzt mit dem Auftrag. Und die sind jetzt sehr intensiv dran, um das sogenannte Auflageprojekt auszuarbeiten. Das sollte die Grössenordnung Ende 2019 sollte das vorliegen. Aber eine riesige Arbeit natürlich, gell? Detail, also unglaublich schwierig sind zum Teil zum Händeln. Ja, oder? Man muss da sehr, sehr viel Fachbereich muss man anschauen. Das eine ist natürlich der ganze Feststofftransport vom Rhein. Wie reagiert der Rhein darauf? Oder? Kommt die Sohle rauf, geht sie runter? Wie reagiert das Grundwasser darauf? Was machen da die ganzen Naturwerte? Was machen wir mit dem Wald? Umweltverträglichkeit muss dann noch drüber gehen, oder? All diese Sachen. Dann gibt es natürlich viele andere Interessen, die noch eingespielt werden. Zum Beispiel Langsamverkehr, aber auch Besucherlenkung. Man will ja auch nachher die Rheinaufweitung auch der Bevölkerung näher bringen. Man will ja nicht irgendwie alles abhaken und absperren, sondern die sollen auch die Rheinaufweitung können wieder erleben und vor allem auch den Rhein wieder können erleben. Oder? Man will ja wieder können baden und so weiter und so fort. Also das soll das Projekt... Halt, schub, jetzt muss ich noch fragen. Also wieder baden? Ja, das sehe ich schon so. Ja. Schon? Also ähnlich wie es dann halt in den Maastrilser Rheinauen ist. Ja, ja, es wird genau, Kinderwasser geben, wo man sicher reinliegen kann oder rein, die Füße in die Lampe lassen. Und das stelle ich mir schon vor, dass man dann... Ich meine, der Rhein wird immer noch nicht mit seinen 14 bis 15, 16 Grad, die er dann auch im Sommer hat, zum Bad einladen. Aber trotzdem, man kann den Rhein dann wieder besser erleben, bin ich der Meinung, als das jetzt heute im Prinzip möglich ist. Und vor allem macht man dann auch Zugänge an Rhein, wo einfach die Erlebbarkeit auch gesteigert wird. Eine riesige Arbeit, oder? Man merkt es bei dir auch, dass es viel Sackre ist bei dir dahinter. Oder wenn jetzt während dem Intro zwei, drei so Folien einblendet, um ein bisschen zeigen, was dies und jenes eben schon ein bisschen braucht, eben eine Arbeit und so weiter. Du bist Ingenieur, du bist natürlich ein Fachmann, aber das bedeutet dir etwas, oder? Da am Rhein, dass so etwas gemacht werden kann. Bist du auch ein bisschen stolz, dass so etwas in dieser Phase jetzt hier auch verantwortlich bist für das? Ja, also... Wie gesagt, also ich bin eigentlich Bauingenieur und Flussbauer und mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man endlich eine Lösung findet. Wie kriegt man die Sohlenerosion im Oberlauf? Das Buchsunen kommt die Sohlen rauf. Genau. Wie kriegt man die Sohlenerosion, die immer noch nicht mehr so extrem ist wie 1950 bis 1970, aber der Rhein geht immer noch runter. Und da muss man in den Griff kriegen. Und da liegt mir am Herzen vor allem, dass man die Sohlen endlich mal stabilisieren könnte, bis hin zu Ofen bringen und dass es eben im Prinzip wieder Auflandungen gibt. Oder? Und da ist vor allem eins. Aber selbstverständlich, muss ich sagen, ist das natürlich ein Projekt, das man wahrscheinlich nur einmal im Leben könnte machen oder mit dabei ist. Ich hoffe, dass es erfolgreich wird. Ich kann es den Leuten hier nur empfehlen, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn die bauen wird und fertig ist, ein unglaubliches Magnet wird sein und auch eine unglaubliche Aufwertung in dieser Region. Selbstverständlich sind wir hier schon in einer Tourismusregion, die schon so viel hat. Man kann Skifahren, man kann wandern und Zeug und Sachen. Aber das wäre einfach aus meiner Sicht nochmal wirklich eine Bereicherung für die
die ganze Tourismusregion, wo man die Touristen vielleicht noch mal besser an Rio bringen könnte. Also ich kann es von denen empfehlen und ich finde es ein super Projekt, selbstverständlich. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir halten da weiter auf dem Laufenden. Wir haben gemerkt, wir haben mal gefilmt, wie du so ein Similand, oder? Wir wissen, wir sind hier quasi im Heidiland. Also ich würde sagen, das wird hier das Dietschiland. Ja, wir bleiben dran.